So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Vertrauten von Baron Augustus Reinhold. Leider konnte uns Sapone nicht wirklich helfen, aber wir brauchen Hinweise auf den goldenen Apfel. Von daher hören wir uns ein bisschen im Dorf um. Vielleicht kennt einer einen Vertrauten von Baron Augustus Reinhold. Und wenn nicht, haben wir Pech. Man hört nichts Gutes über diesen Turm, er ist ziemlich gruselig. Ich würde ihm lieber fernbleiben, okay. Das haben wir schon mal gehört. Vielleicht mal ins hier reingucken. Er sieht mir doch aus, als ob er was wüsste. Der Rodney. Ich rate euch, als Gesuchsteinde in dieser Behörde protokollgemäß folgendes Rätsel zu lösen. Na dann zeige mal her. Rätsel Nummer 64. Seltsame Gleichung. 30 Pikagrad wert. Oh weh, hat etwa schon wieder jemand Unsinn an die Tafel geschrieben? Nein, denn unter bestimmten Umständen sind diese seltsamen Gleichungen richtig. 8 minus 6 gleich 2, 8 plus 6 gleich 2. Angenommen, dass diese beiden Gleichungen gültig wären. Was ergibt in diesem Fall 7 plus 6? Also 8 minus 6 ist gleich 2, das ist ja richtig. Ich glaube, ich verstehe schon. 8 plus 6 ist nämlich 14. Hä? Okay, warte mal. 8 plus 6... Ne, ich dachte kurz, das wäre 12er, aber dann macht das keinen Sinn. 8 plus 6 ist normalerweise 14. Okay, wo ist die Logik? Minus 6 ist gleich 2. Das macht ja Sinn. 8 plus 6 ist auch gleich 2. Ist es dann das gleiche wie 7 minus 6? Wäre es dann 1? Jetzt so von der Logik her betrachtet? Ja. Okay. Logik ging auf, die ich mir dachte. Wunderbar, wunderbar. Du liegst richtig. Die Rechnungen in diesem Rätsel basieren auf nichts anderem als der Uhrzeit. Wenn man von 8 Uhr morgens 6 Stunden abzieht, ist es 2 Uhr morgens. Ah. Wenn man zu 8 Uhr morgens 6 Stunden hinzuzählt, ist es 2 Uhr mittags. Also sollte es 1 Uhr mittags sein, wenn man zu 7 Uhr morgens 6 Stunden hinzuzählt. Natürlich lassen sich die Zusätze morgens und nachmittags auch vertauschen. Ha, ja, okay. Ja, ja, ich verstehe. Mein Dank für die wohlwollende Bearbeitung. Bitte verlasst nun die Behördenräumlichkeiten. Gut, ich habe ein bisschen anders gedacht, aber war ja auch richtig. War ja im Endeffekt auch richtig. Wenn ich Bedarf eurerseits am Formular und oder Aktenausgabe, rate ich euch zu schleichen. Das ist ein Arschloch. Gemeiner Kerl. Mag den nicht. Ich mag den nicht. Andrea, haben Sie ein Rätsel für mich? Wieso hetzt ihr euch so ab, nur um anderen zu helfen? Wie öde, kommt ihr nicht doof, euch nicht doof vor? Hm, ja, schon ein bisschen. Na, hast du ein Rätsel? Puh, Ärger macht wirklich Appetit, bin ich vielleicht hungrig? Was haben wir nicht? Kutong hat jetzt wirklich seine Rätsel hier, seine beliebten Rätsel. Jetzt im Fall, okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank noch nicht. Gott sei Dank muss ich mich noch nicht damit rumschlagen. Bin ich froh. Bin ich heidenfroh. Mich noch nicht damit rumschlagen muss. Besser ist es, ne? Besser ist es. Schnurrwerb vielleicht enger Vertrauter vom Baron. Wer weiß. Hihihi, wenn ihr Summit Stair wirklich verstehen wollt, müsst ihr das Dorf genau erkunden. Viel Glück miteinander. Gut. Der weiß nicht. Der weiß absolut gar nicht. Galle, bist du ein Vertrauter? Baron in Dias reizen, nicht wahr? Hm, nee. Irgendwie alles nicht so das Richtige. Brauche einen engen Vertrauten des Baronen. Er ist kein enger Vertrauter des Barons. Sind Sie eine enge Vertraute? Wahrscheinlich schon. Aber Sie werden mir nichts verraten. Ich muss meine Gedanken sammeln. Okay. Hast du wieder ein Junggesellenproblem, mein lieber Gordon? Ich kenne dich doch. Können Sie mich bitte über alle Junggesellen informieren? Nein. Jamie, haben Sie was zu sagen? Also ja, wahrscheinlich schon. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Ich versichere Ihnen, ich werde Simons Mörder finden. Lassen Sie mich also erstmal meine Arbeit machen. Okay, okay, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So nicht. So ja nun nicht. Nicht mal ein Rätsel hier für mich. Nicht mal ein Rätsel für mich haben und schon auf die Kacke hauen, oder was?
Ist auch niemand. Auch nicht schlecht. Da vorne jemand. Nö. Hat das Late Mobile vielleicht nochmal ein Rätsel? Kann ja durchaus sein. Mach mal das Late Mobile. Nee, okay. Hätte ja sein können. Hätte der Fahrerkette. Wo war ich denn noch nicht? Wem habe ich denn noch nicht gesprochen? War doch jetzt überall. Hä? Nee. Ist es bei Bouillon nochmal drin oder bei Coton? Vielleicht weiß Schnipp hier was? Tut mir leid, dass ich euch so vorher habe enttäuschen müssen. Okay, nee, nee. Ich habe doch jetzt mit jedem geredet. Ich doof. So viel mehr Orte gibt es doch gar nicht, wo ich noch gucken kann. Hä? Hab doch jetzt jeden gefragt, oder nicht? Er knobelt sehr gerne, nicht wahr? Na, dann habe ich genau das richtige Rätsel für euch. Na gut, immerhin hat der noch ein Rätsel. Immerhin. 68, finde die 5 Ecke. 40 Pikarat wert. Im Bild unten sind mehrere 5 Ecke versteckt. Wie viele davon kannst du finden? Antwort erst, wenn du sicher bist, dass du alle entdeckt hast. Nee. Also 4 sind es mindestens, ne? 4 sind es ja mindestens. Aber es gibt bestimmt noch weitaus mehr. Nämlich. Ich habe keine Ahnung. Im Bild gibt es keine gleichzeitigen 5 Ecke. Mindestens 2 Seiten unterscheiden sich bei einem. Zähle die, die du findest. 10 Umriss mit 5 Seiten. Jedes 5 Eck, das du findest, ist auch um 90 Grad gedreht worden. Das heißt, das ist in eine andere Richtung zeigt. Also in jedem 5 Eck, das du findest, insgesamt 4-mal vorhanden. Zeichne das Quadrat in der Mitte zusammen mit 3 Ecken vom Rand, um die verschiedenen 5 Ecke zu finden. Richte ein Augenmerk dabei auch auf die 5 Ecke, die aus einer Kombination des Quadrates mit mehreren Dreiecken bestehen. Diese sind normalerweise besonders schwer zu entdecken. Warum 5 Eck? Ne, das ist ein 6 Eck eigentlich. Das ist auch noch ein 5 Eck, ist okay. Also wir haben auf jeden Fall 4 schon mal. Und dann wahrscheinlich hier nur sowas, ne? Haben wir auch 4 mal, also 8 würde ich sagen. Mehr als 8 finde ich darin nicht. Also wenn es mehr als 8 sein sollen, weiß ich nicht wo. Versuch's noch einmal. Wenn ich sowas hier mache, zählt das auch nochmal? 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich. Das sind 12, glaube ich, oder? Dann könntest du 12 sein, weil mehr Möglichkeiten gibt es ja fast nicht mehr. Ja, okay. Also 12 ist okay. Critical thinking is the key to success. Gut gemacht. Im Bild sind 3 Arten von 5 Ecken versteckt. Da jede davon in 4 verschiedene Richtungen zeigen kann, sind es insgesamt 12 5 Ecke. Ist okay. Wie schlau ihr seid. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder vorbei und löst noch ein paar Rätsel. Ist für zwar immer noch nicht, wo ich doch im Dorf nachfragen soll, aber. Na, er weiß was. Entschuldigung, ihr da, ja, ihr. Ein sehenswerter Herr. Ja, ich meine, das hier ist doch eure Blumenvase, oder? Ich habe für euch darauf aufgepasst. Was? Fast. Fast schon ein bisschen. So etwas hat noch nie jemand an meinem Stand stehen lassen. Ihr seid etwas zerstreut. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich irren. Diese Vase habe ich noch nie zuvor gesehen. Was? Die Vase gehört gar nicht euch? Aber wieso hat dieser Typ gesagt, dass es eure wäre? Wie bitte? Wie sah dieser Mann denn aus? Nun, mit diesem Hut ist mein Blickfeld wohl etwas schlechter als bei anderen. Dieser geheimnisvolle Mensch war keiner meiner Stammkunden, so viel kann ich sagen. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Ich gebe ihm die Vase einfach wieder, wenn ich ihn wiedersehe. Ach ja, diese Blumenvase erinnert mich an ein Rätsel, das euch bestimmt gefällt. Es ist etwas nun ja mager, aber seht es einfach als Häppchen für zwischendurch an. Also, jetzt geht's ums Ganze. Knobeln, bis die Schwarte kracht. Hahaha. Oh Gott.
Ein witziger. Gewesene Vase. 70, Nummer 70, 10 Pikarabwert. Hm, okay. Irgendein Tempel hat diese hinreißende Vase umgeworfen und zerbrochen. Setz sie wieder zusammen. Vorsicht, einer Scherben gehört zu einer anderen Vase. Ja, das ist ja ein relativ machbares Rätsel, würde ich fast behaupten. Das ist so ein Rätsel, das auch mal relativ leicht vonstatten geht, würde ich behaupten. Das ist... Ja, seht ihr mal. Ganz schnell geht dieses Rätsel. Da gibt es auch echt nur 10 Pikarabwert, weil mehr ist dieses Rätsel auch nicht wert. Genau. Wunderbar, prima gemacht. Das war gar nicht so schwer, oder? Wäre doch nur alles im Leben so einfach wie im Videospiel. Würde man die in echt zusammensetzen, wäre es schwieriger. Das habt ihr gut gemacht. Ihr seht schon, die Haxe im Haus erspart den Zimmermann. Haha. Seid ihr eigentlich sicher, dass ihr euch nicht ein paar Salamis mitnehmen wollt? Ihr wisst doch, wie es heißt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Haha. Nein, danke. Schade für euch. Das war nämlich ein einmaliges Angebot. Tja, dann kann ich euch nur beste Grütze mit auf den Weg geben. Frohe Schnitzeljagd. Hahaha. Ich glaube, wir sind hier so weit fertig. Was meinst du, Luke? Oh ja, ich bin fertig. Da stimme ich ihm voll und ganz zu, Professor. Naja, gute, ne? Sein Wortwitz ist hervorragend. Ich liebe seinen Wortwitz. Er ist ein charmanter Kerl. Der gute Giuseppe. Was für ein Rüpel wirft denn seinen Abfall einfach auf den Boden? Hebe das mal auf. Das ist eine alte Zeitung. Also wirklich, wieso können die Leute ihren Müll nicht selbst... Moment mal, Professor, schauen Sie. Diesen Artikel müssen Sie sich ansehen. Na, da sieh mal einer an. Da ist Inspektor Shelby. Aha, Inspektor Shelby. Brillanter Kriminalbeamter und hingebungsvoller Ehemann. Inspektor Shelby, brillanter Kriminalbeamter und hingebungsvoller Ehemann. Shelby feiert jeden gelösten Fall mit seiner Lieblingsspeise, den Süßkartoffelkipfeln seiner Frau. Sieh mal einer an, so ruppig wie er ist, hätte ich nie gedacht, dass er auch eine sanfte Seite hat. Hey, sehen Sie nur, wie der alte Grießkram sich über seine Süßkartoffelkipfer freut. Ich wusste es doch, es war viel Lärm um nichts, als er behauptete, dass er Süßigkeiten ihn anekeln. Stimmt, Luke, das hat er behauptet. Wie eigentümlich. Du bist auf ein ungelöstes Geheimnis gestoßen, Inspektor Shelby. Ist da etwa irgendwas verkehrt beim Inspektor? Inspektor Shelby, in einer skandalösen Szene demonstriert Inspektor Shelby aus Nachdrückliste seine Abneigung gegen Süßspeisen aller Art und Couleur. Luke jedoch fand einen Zeitungsartikel, in welchem Shelbys erklärte Vorliebe für die hausgemachten Süßkartoffelkipferl seiner Gattin beschrieben wurde. Wieso war Shelby so erbost, als Messi ihm in der Villa Teekonfekt servierte? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, auf die ich die Antwort weiß. So langsam fällt es mir auch wieder ein. Aber ja. Aber witzigerweise vergesse ich das immer wieder, wenn ich es anfangs spiele. Stimmt es, was man sich so in Summerstale über euch erzählt? Seid ihr wirklich auf der Suche nach dem Reinhold-Vermögen? Ist in der Tat richtig. Wir sind momentan auf der Suche nach einem guten Freund des Barons. Wir vermuten, dass er diesem Freund zu Lebzeiten einen wichtigen Hinweis anvertraut hat. Du lieber Himmel, da steht euch ja eine schöne Sucherei bevor. Oh, entschuldige, ich bin Archibald. August, der Baron und ich, wir waren wie Pech und Schwefel. Wir führten die anregendsten Gespräche, manchmal bis in die späten Nachtstunden hinein. Sag mal, sucht ihr womöglich gar nach mir? Ja, es klingt fast so. Welch Glück, dass wir uns nach all dem Suchen einfach so über den Weg laufen. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Können Sie sich daran erinnern, vom Baron jemals eine Notiz zu deinem Brief erhalten zu haben? Nein, ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas in der Art von August bekommen zu haben. Aber er gab mir einen sehr schönen Schreibtisch, der ihm eins gehörte. Vielleicht enthält er Hinweise. Schreibtisch des Barons, das klingt ja fabelhaft. Ihr könnt mich gerne daheim besuchen und einen Blick darauf werfen. Wäre euch das recht? Sie sind zu gütig. Es wäre sehr nett, wenn wir uns den Tisch einmal genauer ansehen dürften. August würde zwei Rätselliebhabern wie euch sicher nicht verbieten, seinen Schreibtisch anzuschauen. Wo ich gerade eure Aufmerksamkeit habe, lasst mich auch einen guten Rat geben. Ein Ziel im Auge zu behalten ist wichtig, aber wenn ihr zu wenige Rätsel löst, bereut ihr es noch. Also versucht möglichst viele Rätsel zu entdecken und löst so viele, wie ihr könnt. Hört auf einen alten Hasen, manchmal ist es gut, sich etwas Zeit zum Rätseln zu nehmen. Also gut, genug davon, gehen wir runter zu meinem Haus, mir nach. Das ist der alte Schreibtisch von August, lasst euch ruhig Zeit mit euren Untersuchungen. Wunderbar, Luke, lass uns gleich anfangen.
So, in Archibalds Haus gibt es doch bestimmt die ein oder andere Hinweismünze. Ich habe sie jetzt tatsächlich gerade mal nicht offen dastehen. Die Hinweismünzen, aber das macht nichts. Wir gucken einfach trotzdem hier durch und durch ein bisschen. Ah, ich wollte noch nicht den Schreibtisch durchsuchen. Einen Moment bitte. Seid ihr sicher, dass ihr mit der Suche schon fertig seid? Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht in alle Schubladen geschaut habt. Oh, das ist wahr. Luke, sehen wir uns den Tisch noch genauer an. Womöglich haben wir etwas Wichtiges übersehen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist in einer Schublade etwas versteckt. Ja, ich möchte aber erstmal hier die eine Hinweismünze noch finden. Oder das Bücherregal mal anglotzen. Sehen Sie, Professor, ein verstecktes Rätsel. Gut, machen wir erstmal das. Rätsel 108, Knoten oder nicht? 50 Pikarat wert. Na gut. Vor dir liegen vier verschlungene Seile. Welche davon werden einen Knoten haben, wenn du die Enden straff ziehst? Markiere sie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da muss ich drüber überlegen. Da wird ein Knoten haben, würde ich sagen. B wird keinen haben. C wird einen haben. D auch. Alle außer B, würde ich sagen. B liegt so lasch da. Ah, schade. Hätte ja sein können. Versuch's noch einmal. Schau dir die Seile gründlich an. Also B wird auf keinen Fall einen haben. Weil das ist fast nicht möglich in der Konstellation, wie es liegt. Es ist fast nicht möglich, wie es in der Konstellation da liegt, aber es macht ja nichts. Ich muss mir die nochmal genauer ansehen auf google.de. Weil wenn ich jetzt probiere, ist er schön und gut, aber wer weiß, wie viel Zeit da vergeht. Nur C. Nur C kriegt Knoten, echt? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit A war ich fest entschlossen eigentlich, aber okay. Ist okay. Prima gemacht, du musst dir das Rätsel nur ansehen, um es zu lösen. Allerdings sind die Bilder kompliziert und man lässt sich leicht durcheinander bringen. Vielleicht sollte man dieses Rätsel mal mit echten Seilen nachspielen. Dieses Rätsel ist nicht einfach. Nee, das stimmt. Das war schon ein bisschen schwieriger. Komm, Fluffy, hilf mir mal. Finde mal die letzte Hinweismünze für mich. Fluffy hat keine Lust. Na gut, dann reden wir halt mit dem. Gucken wir halt in den Tisch. Oder zum Tisch, besser gesagt. Dieser Brief wurde offenbar nie zu Ende geschrieben. Welch famose Qualitätsarbeit. Sieht ganz schön anspruchsvoll aus. Hier ist aber noch eine Hinweismünze, interessant. Gucken wir mal in die Schubladen, falls wir da so einfach reinkommen. Hier ist nichts weiter. Sehen wir woanders nach. Nehmen wir die andere Schublade eben auch noch. Das klingt doch noch was. Es scheint eine Musik zu sein. Vielleicht weist sie uns den Weg zum goldenen Apfel. Was halten Sie von diesem Kreuz? Abstand. Ich fürchte, dazu fällt mir momentan auch nichts ein. Kapitel 5 abgeschlossen. Die Jagd beginnt. Auch nicht schlecht. Entschuldigt bitte die Störung, aber ich erhielt soeben einen Anruf von Beatrice aus der Pension. Anscheinend hat sie Probleme mit einem Gast und würde gerne mit euch darüber sprechen. Nun, dann helfen wir besser. Vielen Dank, Archibald. Also auf zur Pension, Luke. Aber ich würde sagen... Oh, Verzeihung. Ich würde euch ja gerne helfen. Kann ich etwas für euch tun? Nein, danke. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Moment, um den Part heute mal ein bisschen frühzeitiger zu wenden.
Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye.